Und in der heutigen Folge... Die Alte kann aber auch keine Ruhe geben, oder? Die Oma im Wald, die hat einen Silas-Tick. Was die da für einen Steifen hat für ihren Silas. Bureau, The Office, ist auch eine Fernsehserie, die ich nicht so gerne mag. Ich muss es zugeben, es tut mir leid. Es gibt ein paar Szenen, die ich lustig finde, aber Anne das Radcliffe meiste davon spricht mich nicht an. Wer das wohl ist? Ja, das sind die, von wo wir auch die Zeitung gefunden haben. Die Hiker, wie heißt das? Die Wanderer, die vermisst sind. So, Freakshow Goes Up in Flames. Okay. Goes Up in Flames. Missing Cats and Dogs. 4 months on Hiker's. Das haben wir gelesen und da fehlt was oben. Textemblin, Haare braun, Augen. Oh, Edward Benson, geht das irgendwie? Nein, okay. Ich dachte, vielleicht können wir Freakshow Goes Up in Flames lesen, aber nicht. Halt, Dozens Killed in Fire at Traveling Show. Schade. Da unten ist wieder das Raven Hotel oder was auch immer. Braun, braun. Zuletzt auf dem Hackett Wanderweg 5 Meilen nördlich von North Kill gesichtet. Hinweise bitte an die Polizei von North Kill. 555-0707. Geile Nummer. Ist leicht zu merken. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, dass du leicht einfach anrufen kannst und sagen kannst, ja, ich weiß was. Hallo? Sie will nicht? In Ordnung? Dann von der anderen Seite vielleicht? Vielleicht, ja, von der anderen Seite möchte sie sich an den ultra geilen, mega PC setzen. Sie haben mir alles genommen. Töte sie. Hallo? Digga, ich will die Polizei rufen. Ach, warte. Raus aus der Leitung. Alter, die Oma. War das nicht früher so, wenn irgendwer in der Leitung war, konntest du das Internet nicht benutzen? Die Zeiten habe ich nicht mehr erlebt. Muss ich zugeben. Obwohl ich so alt aussehe, ich weiß. Sehr schön. Die Oma hat ihren Text gesagt und war so fertig. Weniger ein Hinweis als eine Ohrfeige. Dude, mein Hinweis ist Zahlen. Und es sind nicht mal Zahlen als mein Passwort. Ich verwirre die Leute, die an meinem PC wollen. Cool. E-Mails. Sieh, schaut das Alter aus 2021 und so ein Ding. Ist das Internet Explorer? Scheiße. Wer hat den Internet Explorer? Es gar keine Wanderer waren, sondern Geisterjäger auf der Suche. Halt. Bizarr oder banal. Wie heißt denn der auf Englisch? Eher bizarre yet bonafide oder so? Eine Folge des Podcasts Bizarr oder Banal. Der übernatürlichen Phänomene und den Mysterien um die Hexe von Hackett's Quarry nachgeht. Ja, und andere Sachen halt nach auch. Nach der Wahrheit. Aber dann begegneten sie der Hexe von Hackett's Quarry und wurden nie wieder gesehen. Aber wer weiß davon, dass er das erzählen konnte? Irgendwelchen Hinterwäldlern. Wer hat gesehen, dass die Hexe sie mitgenommen hat oder so? Geisterdetektive. Spukschnüffler? Sicher. Und? Was ist dann passiert? Also, in der Lokalzeitung der Northkill Gazette stand, dass am Northkill Gazette stand, Heuballen Feuer fingen und der Brand sich rasend ausbreitete. Alter, sie liest das ja wirklich schön vom Skript ab. Das bis wenn ich synchronisieren würde. Das geht doch nicht. Angeblich ein Baby. Im Englischen ist der Podcast besser. Es tut mir leid. Ich mag die deutsche Synchro sehr gerne. Aber das war ein bisschen zu steif, muss ich sagen, für einen Podcast. Die Alte kann aber auch keine Ruhe geben, oder? Die Oma im Wald, die hat einen Silas-Tick. Was die da für einen Steifen hat für ihren Silas. Noch irgendwas? Nochmal an Computer, vielleicht kann ich Angry Birds spielen. Ah, warte, das ist ein Handyspiel. Plants vs. Zombies. Was gab's denn damals für Spiele? Club Penguin. Hey T, hast du von dem Scheiß gehört? Wir müssen sie zum Schweigen bringen. Kannst du dich darum kümmern, Chris? Und dann schickt er nur eine E-Mail raus, ist so, bitte, wir wollen das nicht.
Als ob du das einfach abschalten könntest. So. Also meiner Meinung nach geht das nicht. Vor allem, wenn es so kleine Leute sind, die das einfach nur in der Garage machen, weißt? Die einfach nur ihr Ding aufnehmen. Kannst du sie eigentlich schlecht... Vor allem, es interessiert doch keinen. Das ist so, wie wenn irgendwer kommt und ist so, sie müssen ihr YouTube wieder runternehmen. Ich bin so, Digga, hier schaut kein Schwein meine Videos. Wir kriegen doch eh nichts mit. Was mich nicht stört, ich möchte ja sagen, ich freue mich über jeden, der hier zuschaut und ich möchte mich... Ihr auch. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für alle, die immer dabei sind oder wieder dabei sind oder neu dazugekommen sind. Ich weiß, das sage ich jetzt recht spät, weil ich lange folge und sowas, aber gibt es sonst noch irgendwas, was ich hier machen kann eigentlich? Mal schauen kurz, die Welt, der Wagen... Die Anordnung, den Sheriff und ja, wir haben hier eigentlich alles gefunden. Jetzt müssen wir nur ganz vorsichtig. Kann ich da eigentlich... Nein, okay. Nein, wir können da nicht in die andere Zelle. Jetzt müssen wir nur ganz, ganz zärtlich sein und den richtigen... Ja, das wollen wir nicht drücken. Wir wollen hier drüben... Ja, das war damals auch schon, dass dieser Bug ist, dass du es nicht drücken kannst. Ja, jetzt... Da hatte ich das letzte Mal so Probleme, weil die zwei Xe nicht erschienen sind und einfach nur weiß geblieben sind. Ich meine, nichts gegen Weiße, aber... ja. Ganz ruhig, mein Ruscher. Ganz ruhig. Jetzt können wir uns ins Bett legen. Das ist ganz wichtig, dass du das da hinten verstaust, die Spritze. Jetzt geh mal schlafen. Gute Nacht. Okay, also zum Glück, du kannst, wenn du das Bett drückst, kannst du nochmal weitersuchen und es nochmal versuchen, die Spritze zu verstauen, falls du X gedrückt hast. Sagst du mir, was passiert ist? Please don't touch me like that. Warum siehst du denn so aus? Sieh's mir nicht. Ja, Dude, wie schaust du aus? I'm tired, okay? Was machst du hier noch? Ja, sie hätte weglaufen können, aber... Ich bleib bei Max. He's my boo. Ich trau dir trotzdem nicht. Mir egal. Well, fuck you too. Ich will ihm nur helfen. Umdrehen. Fair zu sein. Um fair zu sein. Warum sollte ihr vertrauen? Ich auch. Ich würde auch nicht vertrauen. Warum auch, ne? Und dem hier jetzt... Toucht er sie schön ab. Zum Glück nicht sexuell, keine Sorge. Aber wenn du halt die Spritze hast, naja, dann nimmt er sie und ist so, no, 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 was wollten wir denn damit? I'm never happy. Ich mach uns Kaffee. Ich bin niemals glücklich. My girlfriend turned into the moon. That's rough, buddy. Das Avatar. Habt ihr die neue Avatar-Serie gesehen? Die Live-Action? Was ist das? Sieh es dir an. Ich habe die erste Folge angeschaut. Die letzten 4 Minuten habe ich nicht mehr gesehen. Weil ich war fertig mit Essen und dann war ich so, ich gehe jetzt. Ja. Es ist... Die Ironie ist, ich habe die erste Folge angeschaut und war dann so, jetzt habe ich wieder Bock, den Cartoon anzuschauen. Und habe alle 3 Staffeln durchgeschaut nochmal. Also. Ja. Okay. Ja, das kann ich. Daran bin ich gut. Sie will ja Tierärztin werden. War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Tier. Medizin. Geil. Und nein, noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du, man weiß nichts. Booze opens up every person. Weißt du? Was? Oh. If you get me a gift for my birthday and it's a my birthday gift for my birthday, would you give me this? Ich bin nicht. Yes? Es ist nicht, wie es aussieht. Geht das vielleicht ein bisschen genauer? Es ist so, wie es nicht aussieht. Also so, wie es aussieht, ist es nicht. Aber so, wie es nicht aussieht, ist es auch. Wie
Verstehst du? Meine Leute. Wir wollten keinem wehtun. Das verstehe ich. Wer will das schon? Wie jeder andere. Verstehst du das? Will jeder, ja. Das heißt nicht, dass die Aktionen in Ordnung sind. Ich meine, daher, dass sie... Wenn er ihr erzählt, was los ist, right? Also wenn er ihr das erzählt... Und sie weiß, es gibt Werwölfe, der andere, Max weiß, es gibt Werwölfe. Ja. Könnten sie ihnen nicht helfen, bei was auch immer? Weil sie wollen ja auch, dass der Werwolf, dass Max nicht mehr dieses Ding wird. Ich meine, sie hat ein Auge verloren. Was ist mit ihrer Familie? Zuversichtlich beenden wir es. Was ist mit ihrer Familie? Meine Familie. La Familia. Ist tief in einen Brunnen gefallen. Was? Then get them out of there. Musst dir nur ein Seil hinwerfen. Familie ist das. Er meint das metaphorisch. Ich weiß. Er meint das nicht genau, wie er sagt. Nur wenn deine Familie. Das ist Banjo. Also. Banjo. Jeder Einzelne beschließt, in einen Brunnen reinzuspringen und sie. Entschuldigung. Ich schweife ab. Seil hängen. Wie soll einer alleine sie alle wieder da rausziehen? Wie denn? Du könntest um Hilfe bitten. Sei nur selbst hinein, wo der Rest schon ist. Ich dachte, du hältst das Seil. Wenn du dran ziehst, kannst du nicht weiter reinfallen. Du hältst es doch gerade, oder? Wenn das Seil oben irgendwo dran ist, Brunnen mit dem Seil. Dann kannst du ja losgehen und Hilfe holen. Ja. Ist das nicht offensichtlich? Ja, okay. Entschuldigung, ja, klar, alles klar. Okay. Sorry. Ach, vergiss es. Ja, I'm sorry. Deine metaphorische Laberei funktioniert nicht ganz. God, he's sad. Der gute Mann hat offensichtlich einiges durchgemacht. Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Nimm dies. It's dangerous to go alone. Stell dir vor, Link kriegt am Anfang kein Schwert, sondern einfach so eine Karte. So. Um was geht es denn? Um was könnte es gehen, Laura? Wahrscheinlich um die Werwölfe oder so ein Scheiß. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht. So wird das Monster hervorgebracht. Ja? Die Opfer starr, vor Schreck ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des ersten Sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot. Schlag des Fluches Quelle tot. Oh, okay. Der Fluch lässt dich alsbald allein. Gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Aha. Yep. Alles klar. I get Lies it. Weiter. Okay, lies weiter. Nein, wir nehmen die Waffe nicht. Wer muss uns mögen? Was ist hier? Das ist nur eine Haut. Sieht so komisch Bist aus du da. Gebissen, bleibt ist nicht mein viel Hals. Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Ah, das hat sie gesagt. Die Seele bleibt so dann verschont, bevor der Fluch dir innewohnt. Mhm. Begreifst du es langsam? Deswegen hat der Typ sich den Finger abgeschossen damals, weil der Nick, den er entlang geschliffen und hat ihn gebissen. Und der Typ war so, papau. Weiß nicht. Ich don't know. Alles, was wir haben. Aber es klingt schön, oder? Den Werwolf, der dich gebissen hat. Und zwar mit Silber. Und nur bei Vollmond. Okay. Ja, nicht so kompliziert. Ja, eigentlich nicht. Warum habt ihr solche Probleme? Wenn man ihn töten kann, das ist die Frage. Wieso? Was ist das Problem? Ich will nur Max haben. Tell me! Ist komplizierter, als du glaubst. Verwirrt, hat er mich infiziert? Warum haben sie es nicht umgebracht? Ja, verwirrt. Wenn sie all das wissen, warum haben sie das Ding im Sturmkeller dann nicht umgebracht? Es ist nicht, ich war, es ist... Kompliziert? Nein, es ist, sie sind nicht leicht zu treffen. Ich wollte euch beschützen. Okay. Ja, so. Ich glaube ihn nicht. Okay, ermutigend. Was ist der Plan? Hast du vielleicht eine Idee? Ich hab viele Ideen. Ja. Do I look?
Durch das Studium. Weil sie Tierärztin werden möchte, soll sie. Es sind Werwölfe, Digga! Du hast die Viecher gesehen! Das ist doch kein Tier! Du bist meine beste Chance. Vor allem, hat er sie infiziert? Diesen weißen Wolf unter dem Vollmond, solange das. Weil rein theoretisch ja, oder? Aber sie verwandelt sich nicht. Passiert das erst nächsten Vollmond? Bei aller Glauberei. Wissenschaft gibt's auch. Und du kannst das. Es ist ein Fluch. Wie willst du denn da Medizin anwenden bei der ganzen Sache? Ich komme morgen früh zurück. What do you expect me to do? Ah, ihm geht's gut. Bilde? Klar, soweit. Wo kommt das her? Arme Max, der ist völlig fertig. Wahrscheinlich erst so, yo, what the fuck is happening to me? Der kann sich ja nicht erinnern, dass er das getan hat und was ihm passiert ist. Die Latzhose! Oh, schön! Bob, der Baumeister. Ich würde ihm wohl kein einziges Wort glauben, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ha! Gesehen! Ich kann nichts mehr sehen, nur mit einem Auge. Resigniert. Ich glaube ihm. Ich bin nicht sicher. Ja, wieso sollten wir ihm nicht glauben? Da ist auch in der Wand, in der Zelle steht ja auch so ein Zeug. Sag mir bitte nicht, dass du ihm jetzt vertraust. Das habe ich nicht gesagt. Aber an der Wand steht irgendwie so, dass die Sheriffs die Bösen sind. Ich weiß nicht, was er will. Der dreckige Lügner hat uns entführt, Laura. Wir dürfen dem Wichser nicht ein Wort glauben. I mean, fair. Aber... Tja. Egal. Ja, wir sitzen eh fest. Verschwendet. Wir verschwinden hier und biegen es selbst gerade. She's like, fuck that shit. I'm out of here. Oh my god, I get out of here, Scoops. Ja. Ich hab das mitgekriegt. Mein Auge? Mit deinem Auge. Naja, das war ein bisschen unhöflich. Ein bisschen sehr... Ist es schlimm? Nein. Ziemlich schlimm. Es tut mir leid. Stell dir vor, dein Liebster, dein... Weißt, das warst nicht du. Sagt so, ich hab den Auge rausgerissen. I'm sorry, honey. Ist so richtig so. No problem. It's okay. So eine Träne läuft dir aus dem anderen Auge. Irgendwie schon. Vor allem, du kannst ja, glaube ich, heulen, auch aus dem, wo das Auge nicht mehr drin ist, weil die Tränendrüsen sind ja drunter. Bestimmt. I think. Ich weiß es nicht. Versprochen. Ich bin kein Augenexperte. Ah, der gute Chris. Der Christian. Die Betreuer, die nicht ankamen. Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Verschrottet. Ich dachte, Bobby. Den Rest. Mist. Scheiße. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße. Gar nichts. Sie sind nur hier, das ist übel. Ist es? Chris, was sollte ich denn machen? Was war das? Ah! Hoch! Oh, da war ich vorbereitet. Also eigentlich, ich habe es nicht kommen sehen, aber in dem Moment, wo die Zeitlupe kam, war ich so, ich muss schnell an meine Controller. Und was jetzt? Du kannst sie nicht hier behalten. Ich mach das schon. Hättest du schneller gehandelt, wären sie nicht im Camp gewesen. Schon mal daran gedacht? Hätte ich gehandelt, wären die alle im Knast. Schon mal dran gedacht. Das waren Bobby und Caleb. Fuck you. Und dann der verdammte Journalist. Was? Welcher Journalist? Was ist Wie viele haben die umgebracht? Das zusammen. Das ist ja total krank. Sie sind so... Sie sind so, ja, wir machen das um... Keine Ahnung, wir wollen ja überleben und sowas. Aber bringen einfach Leute um? Max! Ich meine, der Travis hat uns immerhin nur eingesperrt, weil er so war, er hätte uns einfach umbringen können. Hörst du, der Kopf? Und? Mit Chris Hackett. Aber der Chris ist eindeutig so, just kill them. Er ist der Werwolf. Max, Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen.
Unglaublich, wer hätte das gedacht? Who would have seen that coming? Wenn ich überlege, ich schon. Hast du aber nicht. Das heißt... Das macht Sinn. Deshalb war Chris Carra an der Lodge damals. Ah, ja. Deshalb folgt er uns und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Aber wer ist Ian? Wieso war dein Halsband von Ian? Wer ist Ian? Das ist die Heilung. Ist das ein Hund? So heilen wir dich. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Also ja, weil du musst den Werwolf umbringen, der dich gebissen Morgen hat. Verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis' Waffe und töte Chris Hackett. Okay. Alright, that's a plan, I guess. Hey! Hilfe! Laura braucht Hilfe! I don't know what has become of him. My cellmate disappeared. Gott, verdammt. Ah, ihre Periode. Die passiert auch einmal im Monat. Was zur Hölle ist dir los? Ich meine, sie sind ja rein theoretisch schon einen Monat da, oder? Also von daher... Und? Und? Ah, ja! Sorry, Bro, aber wir müssen gehen. Das Spiel muss weitergehen. I'm so sorry. Mist! Er tut mir irgendwie leid. Ich glaube nämlich nicht, dass er so ein böser Typ ist. Ich meine nicht, dass er alles richtig macht oder sowas, aber er hat uns nicht umgebracht. Während der Chris so ist, so, Digga, just kill them, weißt, und sie loswerden möchte und alles. Und er ist aber so, er kann halt nicht gegen seine Familie gehen, aber er weiß, dass es falsch ist. Dieses Ganze, was die Familie halt macht. Aber was soll er groß tun? Ich dachte schon, du wärst Familie echt krank. Ist das... Vielleicht sollte Wichtigste. Ich Schauspiel als Hauptfach wählen. Das wäre ein bisschen drüber. Oh Gott. Ja. Jetzt müssen wir Chris Hackett finden. Ich fühle mich irgendwie sehr mies. Das irgendwie fühlt sich das falsch an. Ich weiß nicht. Für bad. Ich finde schön, wie die Stühle da raufgegeben wurden. Wie damals in der Volksschule. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Naja, vermutlich. Keine Ahnung. Was ist los? Die sind gerade so. Yo! Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Etwas ist hier. Toller Hinweis, Oma. Es kommt von hinter dieser... Oh, mein kleines Kind. Weißt du, dafür, dass sie so ist, so, hey, ich will dich benutzen, damit du alle umbringst oder sowas, ist sie ganz schön scheiße. Ich meine, die hat uns ja erschreckt am Bildschirm, am Computer und im Wald damals auch. Ist sie einfach rumgelatscht und ist dann so nah rangekommen und war so, Silas. Oder was auch immer. Dann ruft sie uns an. So, never call you again. Das ist schon eine komische Frau, die uns so gemischte Signale sendet, ja? Was ist das? Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also auf der Jagd. Cool. I thought we knew that. Ich dachte, das war... Schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. So, fuck that weapon. Hey, ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Schön. Ängstlich erst, wenn Chris tot ist. Ja, das sind wir. Frau Mihas. Ja, das sind wir. Die 2 Monate sind verloren, aber wir... Ja, in der Zeit müsste sie ja ihre Periode gehabt haben, die Frau. Und wann genau? Heute Nacht. Wir fahren zu Hackett's Quarry und wir töten Chris Hackett. Nur weil sie vorhin die Bauchschmerzen vorgetäuscht hat. Weißt du, richtig so... So sehe ich aus, wenn ich meine Tage habe. Das tut weh. So im Bett einfach gekrümmt. Oh!
Just kill me. Holt die Schrotpatronen mit Silber gefüllt. Make it stop. Ach, das Licht. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Jetzt suchen wir den Chris. Und so kam ich hierher. Zum Camp. Ja, aber wo hast du dieses wunderschöne... die wunderschöne Augenklappe her? Ah! Der Max ist auf der Insel? Schreit nicht ich alle. Ich dachte, die Olle ist auf der Insel, die. Die Tochter von Chris. Die Insel, also unsere Insel? Du meinst die im See? Das ist ja, also die. Das heißt, der Max hat. Ja. Ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Der Max hat also die Emma und den Jacob angegriffen. Oh, Scheiße. Sie sind nicht mehr dort. Es geht ihnen sicher gut. Wenn sie nirgendwo rumschnüffeln, wo sie es nicht sollten, geht's ihnen sicher gut. Alter. Rumschnüffeln, wo es nicht soll, ist Jacobs Superkraft. Das ist nicht gut. Aber die Emma lebt und der Jacob war in einer Bärenfalle und ist einmal gestorben und dann habe ich ihn wieder belebt. Also, ich hoffe, dass ich den retten kann, den Jacob. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber... Ich dachte nämlich, die Tochter vom Chris ist auf der Insel, weil dort die Streichhölzer waren von dem Motel. Und ich dachte so, wahrscheinlich hat die, ich weiß ihren Namen leider nicht, die mitgebracht und sich ein Feuerchen gemacht und gewartet draußen, bis sie zum Werwolf wird. Ich nehme halt einfach an, dass sie ein Werwolf ist, aber vielleicht ist sie es auch nicht. Ich dachte nur, weil die... weil die haben wir ja erschossen. Also sie hat die erschossen. Die liegt ja im Pool. Und ich dachte, dass die auf der Insel war. Aber wie sie dann rübergekommen ist, weiß ich nicht. Die können ja Wasser nicht ausstehen. Ich habe einen Denkfehler begangen. Max! Epische Musik? Okay. Wie sie gerade so die Hips und ihre Hüften links, rechts. Max! Vor allem, wieso sucht sie jetzt nach ihm da? Auf der Insel. Sie müsste doch wissen, es ist Vollmond. Er ist bedingst. Er muss ja rein, theoretisch. So, wieso sucht sie jetzt nach ihm? So, was hast du dir erhofft, was du findest? Dass sie da langlatscht und so ist. Max! Max! So, hä? Das ist so blöd. Einen Kuss, vielleicht wird er wieder normal. Ein Schmatzer. Der wird da lang. Ich sag, come on, that's not fair. Rude. Ja, aber über Wasser können sie nicht. Aber Entschuldigung mal. Wenn die Tochter vom Chris ein Werwolf ist. Und sie wissen das. Ja, sie wissen, ich weiß nicht, wie das heißt. Die Tochter ist ein Werwolf, ja? Jetzt kommt wieder die gleiche Musik. They're bad monsters. We're all monsters. Sehr episch. Warum ist sie dann frei herumgelaufen im Camp? Und wurde erschossen im Pool gefunden von uns jetzt? Wieso läuft die frei im Camp herum? Würdest du die nicht eben in eine Zelle stecken oder irgend sowas? Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Es war Kaylee Hackett, Chris' Tochter. Ach so! Es war kein Mensch. Ach so, sie hat den Werwolf erschossen, hat gedacht, das war da Chris und ist abgehauen, um nachzuschauen. Okay, deswegen warst du so dämlich. Warum wartest du nicht? Na gut, um fair zu sein. Sie weiß ja nicht, dass die Leute sich zurückverwandeln vom Werwolf. In den Menschen, wenn sie tot sind. Also. Bin entkommen. Das muss aufhören. Entschuldigung. Mach hier sauber. Dude. Uns bleibt nicht viel Zeit. She's okay. Sie ist noch nicht verrückt. Das ist in Ordnung. Bis Wunde zeigen. Tschüss. Das geht aber ganz schön lange, das Kapitel.
Das ist schon eine Stunde. Das letzte Kapitel war vielleicht 45 Minuten? Oder so, keine Ahnung. Bist du unser neuer Gast? Wer ist die Olle denn? Resident Evil 7? Die Oma? Na los, beiß nur rein. Mach schon. Fucking Cheese. Was für eine Bitch. So ein dummes Tier. Alter, ist die Scheiße. Warum machst du sowas? War das notwendig? Was ist das für eine Olle? Oh Gott, loslassen! Lassen Sie mich los! Ich hab mir mein Füßchen verletzt. Bitte nett sein. Flehend, drohend. Lass mal flehend sein. Lassen Sie mich frei, okay? Ich wollte das alles überhaupt nicht. Bitte! Bitte! Oh mein Gott, warum antworten Sie denn? Bitte, reden Sie wenigstens mit mir. Denn mein Vater hat Geld. So richtig viel. Ich meine nicht wirklich, aber er besorgt es. Ich meine nicht wirklich, aber hier gerne. Lassen Sie mich rein, bitte. Das ist schönes Voice-Acting. Tut mir leid. Scheiße. Das tut mir richtig leid. Ach Mann, kannst du ihn nicht netter hochheben? Du musst ihn nicht am Genick packen. Alter. Au. Mein Bobschi. Schon zwei, Bobby. Yay. Noch ein dritter und wir spielen Bingo. Hey! Hey! Hey, wo geht's? Aber pass auf, dass du nicht anfasst, weil das ist elektrisch. Sollten sie ihm nicht sagen, so hey, fass nichts an, es ist elektrisch geladen? Weil... Scheiße. Weil er könnte ja sterben durch den Schock, oder? Ich weiß nicht, wie hoch die Dosis ist vom Voltage und so. Das muss so unheimlich sein. Du bist so gefangen. Kannst nicht weg, kannst nicht raus. Und bist genau neben diesem hübschen Mann hier. Oder keine Ahnung, wer das ist, Frau. Könnte ja ein weiblicher Werwolf auch sein. Ja? Gendern ist ja wichtig, 2024. Oder ein ungeschlechtlicher Werwolf. Alles ist möglich. Echt scheiße sein. Du kannst nicht weg. Du neugierige kleine Ratte. Möchtest alles wissen, was dich nichts angeht. Redest du von mir? Doch, redest du von mir? Du so hörst. Jetzt sieh was erstmal. Da sind wir wieder. Schauen wir, was. Sag mal, wo ist denn dein Telefon? Okay. Ich glaube, du rufst uns die ganze Zeit an und sagst dann komische Dinge. Du merkwürdige alte Schabracke. Hielten wir die Züge. In dem Spiel habe ich das Gefühl, sind alle Leute irgendwie, abgesehen von den jungen Teenagern, die wir spielen, sehr moralisch bedenklich. Weil sie hat ja, wenn sie diejenige ist, die am Telefon ist und so, dann ist sie ja offensichtlich ein bisschen angefressen auf die Hackets und ist so, bringen sie alle um. Oft reist man auf direktem Weg. Und das ist ja auch so, alle einfach umbringen, weil, keine Ahnung, du Rache willst oder was auch immer es ist. Sie mag sie nicht. Sei mitfühlend. Ist so, aber die Hacketts sind offensichtlich moralisch auch nicht am höchsten Punkt. Bis auf der Travis, der hat noch so ein Gewissen und ist so, ich weiß nicht, was sie machen soll. Es sind alle irgendwie scheiße hier. Frage ich dich, verlangt es dich vielleicht nach mehr? Immer. Mehr sehen. Mehr. Mehr. Und noch mehr, mehr. Eine Zukunft sehen. Such aus. Ich nehme die Welt. Was haben wir da? Aha, sie lacht. Er ist... Und er stürzt ein. Wir zwei werden... Das ist so nutzlos. Alter. Ich freue mich. Also ich weiß, dass er reinfällt irgendwo. Du den richtigen Weg einhältst. I'm gonna try, Grandma. Sag
dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Die Hexe von Hackett's Quarry. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm. Ah!